unser Blick auf uns selbst und unser Umgang mit uns selbst treibt bisweilen skurrile Blüten. So wie bei der berühmten Geschichte von den zwei Rabbis, die sich im Himmel treffen und überrascht sind, dass sie sich überhaupt im Himmel treffen. Denn Rabbi Schmuel sagt zu Rabbi Yitzchak, no, Rabbi Yitzchak, warum hast du mich das ganze Leben lang nur verfolgt? Dann sagt Rabbi Yitzchak, na, weil du von dir behauptet hast, dass du der Messias seist. Sagt der andere Rabbi, aber ich bin der Messias. Dann sagt der andere Rabbi, du bist der Messias? Wer hat dir das denn erzählt? Sagt der andere, na, Gott selbst. Sagt der andere, Moment, wann soll ich dir das gesagt haben? Unser Blick auf uns selbst, unser Umgang mit uns selbst treibt bisweilen skurrile Blüten. Ich weiß gar nicht, wie bekannt er außerhalb von Bayern ist. Ich finde ihn ja großartig. Unser größter Philosoph, den Bayern hervorgebracht hat, bislang Karl Valentin. Von dem gibt es fantastische, auch sehr zeitgemäße Formulierungen wie, alle beschweren sich übers Wetter, aber keiner tut was dagegen. Und es gibt ein anderes Zitat, über das bin ich gestolpert, das finde ich großartig. Das geht so, heute Abend besuche ich einmal mich, mal sehen, ob ich zu Hause bin. Das ist ein lustiger Satz und er ist deswegen lustig, weil wir verstehen, dass wir ja tatsächlich unterschiedliche Arten von Präsenz haben. Das heißt, du kannst zum Beispiel mit dem Körper da sein, aber in Gedanken ganz woanders. Das ist eine Kunst, die ich schon in frühen Tagen in der Schule erlernt habe. Ich habe sie dann in der Universität perfektioniert. Du kannst in Gedanken ganz woanders sein. Du kannst sogar gedanklich oder du kannst mit jemandem reden und in diesem Sinne da sein, aber mit dem Gefühl nicht. Das ist wieder nur so eine nüchterne Art und Weise. Und es ist gar nicht so selbstverständlich, dass du wirklich da bist. Ich bin auf eine Formulierung gestoßen, und zwar auf die Formulierung habitare secum, bei sich selbst wohnen. Die stammt aus der Lebensbeschreibung von Benedikt von Nursia. Benedikt von Nursia war der Gründer welches Ordens? Der Benediktiner ist nicht so schwer. Das heißt, er hat Klöster gebaut und er hat gesagt, es gab so Mönche, die sind in der ganzen Welt herumgestreift, die haben sich nie irgendwo festgebunden und da ist nichts Gutes draus geworden. Er hat Klöster gebaut, wo die Leute blieben. Und Gregor der Große, der etwa ums Jahr 600 nach Christus eine Vita über den, also eine Lebensgeschichte über den Benedikt verfasst hat, der schreibt Folgendes. Benedikt wohnte in sich selbst, weil er stets wachsam auf sich achtete, sich immer unter den Augen des Schöpfers sah und das Auge des Geistes nicht außerhalb seiner selbst umherschweifen ließ. Er wohnte bei sich selbst. Ich finde die Formulierung faszinierend. Das ist eine ältere philosophische Formulierung, die Gregor hier aufgreift. Und ich möchte euch nicht den Namen des Philosophen vorenthalten, der die zum ersten Mal geprägt hat. Und das war der berühmte, das ist sicherlich der Lieblingsphilosoph von vielen von euch, der berühmte, weltberühmte Aulus Persius Flaccus. Aulus Persius Flaccus lebte 34 bis 62 nach Christus, also ist als junger Mann schon gestorben. Wahrscheinlich gibt es deswegen nicht mal ein Foto von ihm auf seiner Wikipedia-Seite. Und ich denke, wenn du Aulus Persius Flaccus heißt, dann musst du auch Philosoph werden. Also oder stell dir vor, du wärst Rockstar und dann steht auf der CD Aulus Persius Flaccus Greatest Hits. Das ist irgendwie, das würde keiner kaufen. Du kannst höchstens irgendwie Jazzmusiker werden, wo es eh nicht darum geht, CDs zu verkaufen. Dann kannst du auch Aulus Persius Flaccus heißen. Aber ansonsten, mit so einem Namen wirst du halt Philosoph. Ich finde es großartig. Und der hat das wohl zum ersten Mal geprägt, dieses Wohnen bei sich selbst. Lass uns ein bisschen nachdenken über das Wohnen an sich. Wer von euch wohnt denn? Ja, die meisten von uns wohnen in einem Haus oder in einer Wohnung, aber das ist nicht selbstverständlich, dass man das tut.
Es wäre ja auch denkbar, dass jemand als Vagabund lebt, als Landstreicher, der nirgendwo lebt oder als Weltreisender. Als ich jung war, war das für mich eine tolle Vorstellung. Ich habe gedacht, einfach nirgends zu wohnen, heute hier, morgen da. Und wir haben echt einige verrückte Reisen gemacht, auch meine Frau und ich, als wir ganz jung waren, mit großem Rucksack und wir ziehen los und dann sind wir herumgetrampt und wussten heute nicht, wo wir morgen schlafen. Und es hört sich toller an, als es ist. Denn es gibt ein paar Vorteile des Wohnens. Möchte ich von einer Reise zum Beispiel erzählen. Wir hatten gedacht, Irland, kein Problem, wir schlafen einfach irgendwo. Genau, das haben sich nur etwa 1000 andere Backpacker auch gedacht. Das heißt, jedes von diesen Hostels und Bed and Breakfasts war überfüllt. Es hat geregnet, wir sind über eine Landstraße gelaufen. Wir waren komplett abhängig von der Gunst von irgendjemandem, der uns noch reinließ. Es war sehr unentspannt. Und als wir dann schließlich in einem Hostel waren, naja, du kennst das, wie das dann ist. Du hast Banjo-spielende Polen neben dir. Du hast rauchende Israelis das Zimmer nebenan. Dann hast du zwei Peruaner, die versuchen, ein Kind zu zeugen. Und dann versuchst du in diesem Dorm irgendwie zu schlafen. Und irgendwann verliert dieses Konzept des ungebundenen Nirgendwohnens an Attraktivität. Und man beginnt sich irgendwie daran zu gewöhnen, dass das Wohnen durchaus Vorteile hat. Und zwar, welche Vorteile denn? Naja, wenn du irgendwo wohnst, zum Beispiel in einem Haus oder in einer Wohnung, dann kannst du auch mal deine Ruhe haben. Das konnte ich mit meinen Banjo-spielenden Freunden nicht genauso gut. Wenn du irgendwo wohnst, dann kannst du nämlich selbst entscheiden, wann du zum Beispiel ins Bett gehst und wann nicht. Ansonsten gibt es ja in einer Jugendherberge gibt es Öffnungszeiten, du kannst nur bis da und dahin kommen. Wenn du selber irgendwo wohnst, bist du unabhängig. Denn wenn du selber irgendwo wohnst, kannst du deine eigene Türe zumachen. Das heißt, du musst nicht jeden reinlassen, du musst dir nicht alles anhören. Du kannst selbst entscheiden, wie du dieses Haus einrichten möchtest. Schließlich, wenn du irgendwo wohnst, kannst du jemanden auch einladen. Wenn du nirgends wohnst, bist du immer irgendwo, aber in diesem Irgendwo kannst du zwar Menschen begegnen, aber du kannst sie nicht zu dir einladen. Das kannst du nur, wenn du eine Wohnung hast, das kannst du nur, wenn du irgendwo wohnst, jemanden einladen. Und schließlich, ein Vorteil, wenn du irgendwo wohnst, ist, dass du eine Adresse hast. Das bedeutet, man kann dich finden. Wenn du ein weltreisender Vagabund bist, weiß man nie, wo du bist. Und das heißt, jemand, der dich finden möchte, findet dich nicht oder findet dich vielleicht nur im Digitalen, aber er kann dich nicht berühren, bist nicht anfassbar, bist nicht wirklich da. Sich finden lassen. Und mir scheint, dass all diese Dinge, all diese Vorteile des Wohnens in gleicher Weise auf das innere Wohnen zutreffen. Und das ist nicht selbstverständlich, dass man innen bei sich wohnt. Ich habe im letzten Jahr bei 3 Gelegenheiten eine für mich ganz verwirrende Erfahrung gemacht. Ich habe 3 Menschen, die aktiv sind, die ihr Leben gestalten und wunderbare Leute sind, in einem vertraulichen Gespräch gefragt, diese Frage, die ich mittlerweile so lieben gelernt habe: Wie geht's dir? Punkt wirklich. Wie geht's dir wirklich? Und weißt du, was alle 3 Male die Antwort war? Wie es mir wirklich geht,
Oh, kann ich jetzt gar nicht so leicht sagen. Ich weiß es nicht. Man kann ja schnell so eine Antwort geben, ja, viel los. Na, wie geht's mir wirklich? Wenn du nicht bei dir wohnst, dann kannst du wie den Kontakt zu dem verlieren. Und es ist eine reale Gefahr, wo uns das verloren gehen kann. Und deshalb möchte ich sprechen heute Vormittag über diese wunderbare Möglichkeit, bei sich zu wohnen. Und zu diesem Wohnort, zu diesem Platz, wo du sein darfst, heimzukommen. Heimkommen. Denn es gibt eine Zeit auszugehen. Es gibt eine Zeit, auf Konferenzen zu sein. Es gibt eine Zeit, zu reisen und ungebunden zu sein. Und dann gibt es eine Zeit, heimzukommen. Und auch das Heimkommen ist etwas, was du lernen darfst, vielleicht sogar musst. Ich bin einer, der es eher lernen muss. Das Konzept ist kein philosophisches, sondern wir finden es schon in der Bibel an vielen Stellen. In so schönen Sätzen wie im Psalm, der sagt, kehre zurück, meine Seele, zu deiner Ruhe, denn der Herr hat dir Gutes getan. Da sagt er, du hast alles Mögliche getan, du warst draußen, aber jetzt darfst du zurückkehren zu deiner Ruhe. Und durch die Schrift hindurch bis ins letzte Buch der Bibel gibt es dieses Bild von einem inneren Wohnort, von einem inneren Haus. Auf ganz bewegende Weise in der Offenbarung des Johannes sogar, wo Jesus selbst zu dem Seher spricht, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Und wer meine Stimme hört und mich eintreten lässt, bei dem werde ich wohnen, könnte man sagen, mit dem werde ich essen. Hört sich das nicht entspannt an? Hört sich das nicht wunderbar an, dass er sagt, ich will gerne in dein Haus einkehren, wenn du mich hineinlässt und gar nicht, um dir was wegzunehmen, gar nicht, um dich zu belehren unbedingt, sondern um Gemeinschaft mit dir zu haben, dort in diesem inneren Haus. Malen wir mal ein inneres Haus. In echt sieht das nicht immer so gerade und schön aus. Es ist oft ein bisschen ein Durcheinander, das werden wir noch sehen. Eine Tür, Fenster. So. Ja. Und jetzt könnte man das ja für das Selbstverständlichste der Welt halten, dass wir uns in diesem inneren Haus bewegen und dass es uns da auch gut geht. Das ist überhaupt kein Problem, ist ja klar, ich wohne bei mir selbst. Aber es ist doch eine Lebenshaltung, die uns seltsam unvertraut ist. Ich bin auf diese Bibelstelle gestoßen. Es ist so interessant, wir überlesen solche Sachen so oft. Das ist das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Und ich habe im Original Griechisch nachgelesen, was war eigentlich der Moment, wo der verlorene Sohn, der stinkt schon nach Schwein, weil er sich komplett verrannt hat, auf die Idee kommt, dass irgendwas falsch läuft in seinem Leben und dass er vielleicht umkehren sollte. Hier steht wörtlich, da ging er in sich. Er ging in sich selbst hinein und sagte, wie viele Tagelöhne meines Vaters haben mehr und so weiter. Wenn er in sich hineinging, kann man fragen, ja, wo war er denn vorher? Er war nicht zu Hause. Er ging in sich hinein und erkannte, wo mein Leben liegt in Scherben und ich hätte doch meinen Platz bei dem Vater. Nun, welche Gründe gibt es denn, dass wir dort nicht wohnen? Welche Gründe gibt es denn, dass wir uns nicht
beschäftigen möchten mit diesem Ort, da nicht hinschauen möchten. Was könnte denn passieren? Und es gibt drei so naheliegende Gründe. Der erste ist, dass du sagst, du, keine Ahnung, habe ich noch nie drüber nachgedacht, ich habe einfach so viel zu tun. Hör mir auf mit diesem innerlichen Zeug. Erster guter Grund. Zweiter guter Grund, nicht wenige Menschen haben fast wie so ein inneres Verbot, um mich selbst darf es nicht gehen. Es geht nicht um mich, es geht um andere. Ich muss für andere da sein, muss Gutes tun. Mich selbst, das ist nicht wichtig, das wäre egoistisch. Das ist fast wie verboten. Und der dritte und natürlich tiefste Grund ist, dass du vielleicht ahnst, dass das nicht so schön ist, was du da sehen könntest. Dass du ahnst, dass vielleicht beim näheren Hinsehen alles ein bisschen weniger glorreich hinter der Fassade dieses Hauses aussieht. Und lass uns diese drei Probleme oder andere Modelle ansehen. Das erste ist beschäftigt sein. Das zweite ist, fühlt sich verboten an. Wie verboten. Ja, das ist so ein Gefühl wie, das darf ich ja überhaupt nicht. Und schließlich, das dritte ist letztendlich Scham, ja? Oder die Angst, was käme denn da zum Vorschein, wenn ich da hinblicken würde? Und die drei Dinge verdienen es, dass wir es uns ein bisschen ansehen, weil sie sind ernst zu nehmen. Zunächst zum Beschäftigtsein. Wir leben ja in einer Zeit, in der Beschäftigtsein unglaublich attraktiv ist. Ja? Wenn jemand sagt, ich habe wahnsinnig viel zu tun, sagen wir, oh, du musst wichtig sein. Wenn jemand sagen würde, du, bei mir ist gerade ruhig, ich habe alle Zeit der Welt, denk mal, bist du arbeitslos? Oder? Also wir tragen das teilweise vor uns her, wie unfassbar beschäftigt wir sind, wie viel wir zu tun haben, das ist ein Zeichen von Kompetenz, das ist ein Zeichen von Wichtigkeit. Ich bin gefragt. Ja, und es gibt eine Kehrseite dazu. Und die Kehrseite dazu ist einfach, das Beschäftigtsein kann so leicht ein Ersatz dafür sein, wirklich hinzuschauen, was da ist in meinem inneren Haus. Das Beschäftigtsein, das belohnt mich ja mit Anerkennung so draußen. Es gibt auch das digitale Beschäftigtsein, zu dem neige ich persönlich auch. Und es ist tatsächlich eine große Gefahr, alles zu verpassen, worum es im Leben tatsächlich geht. Alles zu verpassen an menschlichen Beziehungen, alles zu verpassen an Beziehungen mit deinen Kindern, mit deinen Freunden, mit deinem Partner, in der Beziehung zu Gott und auch in der Beziehung zu dir selbst. Das Beschäftigtsein ist nicht so ganz harmlos. Und Jesus verordnet ein sehr radikales Gegenmittel. Er spricht in der Bergpredigt über das Gebet und spricht auch über, welche Motive gibt es denn zu beten. Du kannst auch religiös dich so beschäftigen, weil es auch ganz toll ist, wenn die Leute das sehen. Und dann hat man noch, es gibt auch Motivationskicks. Und Jesus sagt, weißt du was, geh in deine Kammer und schließ die Tür. Und dann bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Jesus sagt, mach ein Stoppzeichen, geh raus aus dieser Beschäftigung, aus diesem Beschäftigtsein und geh in deine Kammer. Wenn du das nicht mehr kannst, bist du wirklich in Gefahr. In Gefahr, nicht mehr zu spüren, was los ist. Und alle großen Probleme in deinem Leben, sei es körperliche, das stimmt auch medizinisch, sei es seelisch, sei es spirituell, sei es in Beziehungen, alle großen Probleme kündigen sich normalerweise in kleinen Anzeichen an, die wir aber gerne übersehen. Die Mediziner unter euch wissen, dass Früherkennung etwa das Allerwichtigste ist. Bei den schlimmsten Krankheiten, nicht bei allen, aber bei ganz vielen schlimmen Krankheiten, ist der Zeitpunkt, wann es entdeckt wird, absolut lebensentscheidend. Und das trifft auch auf Krankheiten der Seele und des Herzens und der Gefühle und des Geistes, des spirituellen Lebens und der Beziehungen zu.
Aber es gibt etwas in uns, was nicht gerne hinschaut, was gerne mehr im Außen ist als im Innen. Und Jesus sagt, geh in deine Kammer, mach die Tür zu. Das kann sich erstmal anfühlen wie ein kalter Entzug. So dass ich, okay, und was ist dann? Okay, dann bin ich hier, hänge ich hier rum, Kammer. Erstmal auf Instagram gehen, also Fernseher einschalten, erstmal was essen, erstmal irgendwas tun. Und Jesus sagt, nein, dein Vater, der im Verborgenen ist, der wird es dir vergelten. Das heißt, der hat dort was für dich. Wirklich dort, in diesem Haus, einfach nur bei mir. Beschäftigt sein fühlt sich ja viel attraktiver an. Ja, und kann süchtig machen. Lass uns das zweite Problem ansehen, das uns hindert, über das nachzudenken, wie wohne ich denn eigentlich bei mir selbst. Und lass uns diesem Gefühl nachspüren. Das ist ja, wie verboten. Ich darf mich doch nicht um mich selber kümmern. Ja, warum darfst du dich nicht um dich selber kümmern? Ja, weil ich muss mich um andere kümmern. Es gibt nicht wenige Menschen, die andere Menschen viel besser spüren können als sich selbst. Ist auch lustig. Manche Leute fragst du, wie geht's dir? Die sagen, ja, die Kleine kommt jetzt in den Kindergarten. Und mein Mann ist gerade auf Jobsuche. Sagst du, ist ja okay, aber wie? Ich habe eigentlich gefragt, wie es dir geht. Also, wo die Antwort erstmal leichter ist, zu sagen, wie geht's anderen? Das hat was Unschuldiges in dem Sinne von, dass es wunderbar ist, wenn du sozial orientiert bist und auf Menschen zugehen kannst. Es birgt aber auch eine Gefahr. Es gibt Menschen, die lieben die Tür. Die Tür ist immer offen, sperrangelweit, weil ich bin für alle da. Und alle können kommen und gehen. Die können auch ihre Erwartungen, ihre Nöte immer bei mir parken und abladen. So kann dein Haus auch kaputt gehen und zugemüllt werden. Für manche Menschen ist es eine Entdeckung, dass man die Tür durchaus auch mal zumachen darf. Dann kannst du sie auch wieder aufmachen und jemanden einladen. Das ist total okay. Denn dieses immer für alle erreichbar und da sein wollen und sich verantwortlich fühlen und sich kümmern müssen, das kann ganz leicht kippen in sowas zutiefst Bitteres, was von tief unten aufsteigt und sagt, wann komm eigentlich mal ich? Das ist interessant. Alle Probleme des Menschen gab es in der Bibel schon. Natürlich in eine viel bildhaftere Sprache verpackt, gibt es im Hohen Lied, ein poetisches Liebeslied, eine Aussage, die sehr viel damit zu tun hat. Und zwar sagt da eine junge Frau, seht mich nicht so an, weil ich schwärzlich bin. Die Sonne hat mich gebräunt, meiner Mutter Söhne fauchten mich an und setzten mich als Hüterin ihrer Weinberge ein. Meinen eigenen Weinberg habe ich nicht gehütet. Nun kurz übersetzen, weil das ein bisschen fremdartige Metaphorik ist. Erstmal, damals war es nicht das Schönheitsideal, einen guten Teint zu haben. Ne? Damals war nur die armen Leute mussten auf dem Feld arbeiten und hatten deswegen dunkle Haut und die reichen Ladies, die saßen drinnen und so. Und sie sagt, ich habe was von meiner Schönheit verloren, weil mich andere angefaucht haben, dass ich mich doch mal bitte um ihre Weinberge kümmern soll. Und sie sagt, um meinen eigenen Weinberg, um mein eigenes Leben, um mein eigenes Innen habe zu kümmern, ich versäumt. Tatsächlich gibt es manchmal dieses Gefühl, wie ich fühle mich eigentlich immer schuldig, weil eigentlich müsste ich noch mehr da sein und es ist nie genug. Und für die von uns, die besonders sozial orientiert sind und sehr gerne für andere da sind, was eine wunderbare Gabe ist, ist aber eine Erkenntnis dieses inneren Hauses sehr wichtig. Und es ist sie, dass ein gesundes inneres Haus Mauern hat. Mauern haben einen ganz schlechten Ruf in unserer Gesellschaft. Wir sagen immer Brücken und keine Mauern. Ja, das stimmt. Aber Mauern geben auch Sicherheit und geben auch die Möglichkeit, dann einen Wohnort zu umfrieden. Im Psalm
betet der Beter, er verschafft deinen Grenzen Frieden. Du hast Grenzen und das ist okay. Und Gott will nicht alle Grenzen niederreißen, dass du wie so ein Schwamm wirst oder wie so ein Pudding, sondern du hast Grenzen und er will denen Frieden verschaffen, dass du die Tür öffnen kannst und sie wieder schließen kannst. Wenn du das nicht tust, wirst du dich verlieren. Und zwar auf eine negative Weise, denn in diesem Innen will Gott dir begegnen. Das ist der Ort, wo Gott mit dir einen Herz-zu-Herz-Liebesdialog führen möchte. Und so manche dürften diesen Bibelvers ganz neu für sich entdecken. Er verschafft deinen Grenzen Frieden. Ich glaube, dass dieses Grenzen setzen, zu manchen Sachen auch Nein zu sagen, eine der Schlüsselqualifikationen der Zukunft sein wird, weil das Außen immer intimer in unser Leben eingreift. Du kannst dich nachts um 2 per SMS verlieben. Du kannst fragen, willst du mich heiraten? Du kannst dich sogar scheiden lassen. Also das dringt alles so tief in uns rein und dann regst du dich über Donald Trump auf oder über irgendjemand anderen und dann liest du hier was, dann liest du dort was. Diese Möglichkeit, noch innerlich eine Grenze zu ziehen, zu sagen, jetzt nicht. Dieses Thema ist nicht mein Thema, für das bin ich nicht verantwortlich, wird eine Schlüsselqualifikation der Zukunft sein. Und das ist nicht egoistisch. Es ist nicht egoistisch, sich selbst erst die Sauerstoffmaske aufzusetzen, wie es im Flugzeug immer so schön heißt, bevor du älteren Mitreisenden oder Kindern hilfst. Du kennst es vielleicht. Im unwahrscheinlichen Fall eines plötzlichen Druckverlustes fallen automatisch Sauerstoffmasken aus der Kabinendecke. Ziehen Sie zuerst eine Sauerstoffmaske zu sich selbst heran, bevor Sie älteren Menschen oder Kindern helfen. Das ist nicht egoistisch, sondern wenn du erstickst beim Versuch, jemand anderem zu retten, habt ihr beide weniger Spaß beim Sterben. So, das heißt, die Reihenfolge, erstmal gut zu überlegen, was brauche ich, dass ich überhaupt überleben kann, ermächtigt dich dann, dein Herz für den anderen zu öffnen und dich auf eine gute Weise für jemand anderen, um jemand anderen auch zu kümmern. Aber da darfst du lernen, wofür bist du verantwortlich und wofür ist der andere verantwortlich? Und jenen von euch, denen das vertraut ist, dieses Gefühl fühlt sich fast wie verboten an, mich um mich selbst zu kümmern. Weißt du, dass du für dein Glück selbst verantwortlich bist? Hör auf, von deinem Ehepartner, von deinen Freunden, von anderen zu erwarten, dass sie dich glücklich machen, denn das ist deine Verantwortung, mit deinem liebenden Vater im Himmel zusammen eine so enge und herzliche Beziehung zu leben, dass du einen inneren Stand hast. Und dann kannst du Menschen lieben, dann kannst du Menschen einladen. Aber du bist auch nicht für das Glück anderer verantwortlich. Du bist nicht der Retter der Welt. Du bist nicht Gott. Lieben bedeutet nicht, Verantwortung für Dinge zu übernehmen, die nicht deine Verantwortung sind. Das nennt man Manipulation. Er verschafft deinen Grenzen Frieden und zu wissen, dass du auch ohne jemand anderen leben kannst, heißt nicht, dass du ohne diesen Menschen leben musst, sondern es befreit dich zu einer tatsächlichen Liebe, die nicht nur Klammer und Papp ist, sondern aufrechtes Schenken und Empfangen. Von reifer Liebe. Schließlich gibt es natürlich noch einen tiefen, wahrscheinlich sogar tiefsten letzten Grund, warum wir oft ungern auf dieses Haus blicken. Naja, und das ist, dass da einiges wahrscheinlich nicht so schön ist. Da gibt es einen Keller, von dem war auch schon die Rede. Und wer weiß, welche Leichen da schlummern. Jedenfalls ist da alles mögliche Zeug, vielleicht auch im Speicher. Vielleicht stehen hier auch alle möglichen Sachen rum,
Vielleicht ist hinter der Fassade alles Mögliche im Argen. Und deswegen ist es so verständlich, dass wir da oft gerne nicht hinblicken und uns stattdessen viel lieber ein Traumschloss erfinden. Es ist Traumschloss. Es ist Traumschloss. Ja? Das ist zwar nicht real, aber es sieht gut aus. Und dann pappen wir das so drüber. Das Problem ist, es rollt sich irgendwie immer wieder ein. Es hält auch nicht wirklich. Und immer wenn jemand dahinter schauen muss, dann werden wir total panisch. Es gibt ganze Familien, die so funktionieren. Sieht alles total super aus, aber au, schnell wieder runter. Was passiert eigentlich? Oh, schnell wieder runter, schnell wieder runter. Weißt du was? Da kannst du sogar eine Kirche drin geben. In dem Traumschloss, ja? Kannst du sogar fromm ankleistern. Ja? Und so, oh, das ist auch fromm. Ja? Fromm, aber halt nicht echt. Und was passiert ist, wenn du in einem Traumschloss bist, dann lässt du dich nicht finden, dann bist du nicht berührbar. Dann kannst du doch niemand einladen, weil da wohnt keiner. Das ist gar nicht echt. Das ist kein menschlicher Wohnort. Das ist nur Fassade. Und dann ist auch keine Ruhe da, weil du bist eigentlich permanent am Aufrechterhalten von diesem Idealbild. Und wahrscheinlich ist es einfach total ernüchternd, drunter zu sehen, dass da halt irgendein Haus ist, wo vielleicht die Regenrinne runterhängt und alles nicht so toll aussieht und ein großes Durcheinander und irgendwie der Hund hat das Sofa zerbissen. Ja, und nicht wenige Menschen bauen sich so eine komplette Pseudo-Existenz auf. Bis dann wieder Rabbi, der denkt, er sei der Messias oder er denkt, er sei Gott und du musst immer irgendwas verstecken. Und ich habe mit ganz neuen Augen unter dieser Hinsicht eine Geschichte gelesen, wo Jesus einem Menschen begegnet, der echt ein Traumschloss-Typ ist. Das ist jemand, der sich eine Fake-Existenz aufgebaut hat. Weil als frommer Jude hältst du ja zusammen mit dem jüdischen Volk. Da kooperierst du nicht mit der Besatzungsmacht, nämlich mit den Römern. Die haben nämlich eine andere Kultur, die verehren andere Götter, die haben andere Gebräuche, bis hin zu Speisegeboten. Das ist ja sehr konkret. Aber gibt es einen, der baut sich so eine Existenz auf, eine Fake-Existenz, als Zöllner. Und an Zöllner sind wir sehr gewohnt, also heutzutage Zollbeamte sind ja irgendwie harmlos, aber das, was im Lateinischen ein Publicanus, im Griechischen ein Telones war, das war ein absolut negativ besetzter Begriff in allen römischen Provinzen, denn die Römer brauchten Kollaborateure, ein bisschen wie das Vichy-Regime, als die Deutschen Frankreich besetzt hatten. Das heißt, es waren Leute, die sich bereichert haben an der Tatsache, dass sie ihre anderen Volksgenossen mit ausgebeutet haben. Und die haben davon gelebt, dass sie nicht nur das verlangt haben, was der römische Staat verlangt hat, dann hätten sie ja nichts verdient, das müssen sie ja abgeben, sondern dass sie einfach was draufsetzen. Jetzt, ich stelle mir vor, wie fühlt denn eigentlich dieser Mann sich, Zachäus, wenn er an Jesus denkt? Na, es gab jedenfalls irgendwas an Jesus, was ihn interessiert hat, denn sonst hätte er nicht versucht, ihn zu treffen. Wir lesen, als Jesus in die Stadt kam, dass dort ein oberster Zollpächter sogar, also das war nicht irgendeiner, der war weiter oben im System und er war irgendwie interessiert an Jesus, aber für ihn ist klar, dass er Jesus nicht zu sich nach Hause einlädt. Und wir lesen auch, dass er klein war. Ja, vielleicht war er klein und hat sich geschämt und hat deswegen so eine Existenz sich aufgebaut, wo er allem beweisen musste, wie stark er sein kann und wie reich er sein kann, so wie wir Menschen das ja manchmal tun. Und es ist lustig, der Zachäus will nicht mal Jesus persönlich treffen, der will ihn nur ansehen. Also, aha. Und er geht auf so einen Baum und betrachtet alles so von oben herab. Und unter den Hunderten, vielleicht sogar Tausenden von Menschen, die Jesus folgen und ganz begeistert sind, das ist unglaublich, mit einem Röntgenblick geht Jesus auf diesen einen Mann zu, erkennt ihn beim Namen. Und er sagt nicht nur, Zachäus,
schön dich zu sehen. Und er sagt auch nicht, Zachäus, mit deinem Leben ist einiges nicht in Ordnung, wir müssen reden. Wir glauben doch oft, dass Gott so sei, oder? Sondern er sagt, Zachäus, komm schnell herunter, denn heute muss ich in deinem Haus zu Gast sein oder in deinem Haus bleiben. Das heißt sogar in deinem Haus wohnen. Jetzt, ich bin mir ja nicht ganz sicher, was Zachäus durch den Kopf geht. Wir lesen, er nahm ihn freudig auf. Aber ich meine, der hatte nicht mal eine Chance aufzuräumen. Und wenn du ein römischer Zollpächter bist, hast du richtig viel Geld. Das heißt, also gestohlenes Geld. Das heißt, sein Haus ist voll mit Zeug, das ihm nicht gehört. Und wenn er römischer Zollpächter ist, lebt er unrein. Höchstwahrscheinlich gibt es dort Speisen, die eigentlich verboten wären. Vielleicht steht sogar ein Abbild des Kaisers irgendwo, was als Götzendienst gilt im Judentum. Das ist definitiv kein vorzeigbares Haus. Und wir lesen gar nicht so wirklich, was Jesus darüber sagt. Wir lesen überhaupt nicht so viel, dass Jesus was sagt, sondern er verbringt Zeit mit Zachäus in seinem Haus. Und das Erstaunliche ist es, was dann passiert. Und zwar sagt der Zachäus am Ende ihres Mahles, du Jesus, ich habe eine Idee. Immer wo ich Leuten Geld geraubt habe, das erstatte ich vierfach zurück. Das zeigt übrigens, wie viel er hatte. Wenn du es vierfach erstatten kannst, also okay. Und dann sagt er, und außerdem, ich ändere meinen Lebensstil komplett. Und Jesus sagt, ja, tolle Idee. Das heißt, das waren Ideen, die Jesus ihm offensichtlich nicht sagen musste. Und Jesus sagt einfach nur, heute ist diesem Haus Heil geschenkt worden, weil auch dieser Mann ein Sohn Abrahams ist. Abraham, der Freund Gottes und ein Sohn Abrahams, Teil der Familie. Mich bewegt es so, dass Jesus ihm nicht mal Tipps gab, sondern seine Annahme, seine Präsenz, seine Gegenwart hatte was so Warmes und Herzliches, dass im Licht dieser Annahme Zachäus sich freiwillig ändern konnte. Und ihr Lieben, so und nur so funktioniert es bei Jesus. Weißt du, was das menschliche Herz verändern kann? Es ist nicht Moral, es sind nicht Gesetze, es sind nicht Vorwürfe. Das Einzige, was das menschliche Herz verändert, ist Liebe und Annahme. Das klingt fast zu gut, um wahr zu sein, weil wir sofort sagen, ja, aber was ist dann mit aber? Ja, was ist denn mit aber? Ich verstehe schon, das stimmt. Aber wenn die Basis echte Annahme und Freundschaft ist, gibt es dann auch Zeit und Ort für offene Korrektur. Aber die ist auf einer anderen Basis. Und oft bedarf es gar nicht mehr der ausgesprochenen Korrektur, oft spüren es die Leute dann selbst. In der Gegenwart Jesu haben die Leute es selbst gespürt. Es war nicht so, dass sie haben sich angenommen von Jesus gefühlt und ihr Lebensstil blieb einfach gleich. Das ist nicht der Fall. Der Zachäus kommt von selbst auf die Idee, dass da was nicht stimmt. Aber ich habe eine so unfassbar gute Nachricht für dich. Und das ist die, dass dieser Herzensdialog, um den es immer wieder schon ging in diesen Tagen, hier stattfinden kann, und Jesu Sehnsucht ist es, dass er hier stattfindet. Sein Problem, auch das haben wir schon gehört, ist nicht, dass er nicht da ist. Das Problem ist eher, dass du nicht da bist. Er wartet die ganze Zeit auf dich. Nur wir haben uns verloren im Außen. Wir verstecken uns in unserer Scham, weil wir so viel Angst haben, was würde denn passieren? Und dieses Wegdrücken und dieses Nicht-Hinschauen verursacht einfach nur Stress. Natürlich, was könnte denn alles in deinem Keller sein? Was könnte denn alles Unaufgeräumtes sein? Keine Ahnung. Traurige Sachen, Sachen, für die du dich schämst, Sachen, die du gerne hättest, dass niemand sie sieht. Und gleichzeitig sehnt sich Gott so nach,
eine Beziehung mit dem ganzen Du, mit allem, was da in dir ist. So viele Christen, und einmal mehr, ich kenne das so gut, weil ich bin selber ein verkopfter Typ, so viele Christen leben nur in ihrem Kopf, beten nur in ihrem Kopf. Das sind rationale Konzepte und die sind nicht falsch, die sind wichtig. Aber der Glaube ist nicht nur Kopf. Und Gebet ist nicht nur Kopf. Dieser Herzensdialog mit Jesus wartet nicht drauf, dass du erst vollkommen bist und alles durchdacht hast und mit allem fertig bist, bis er anfangen kann. Er sehnt sich danach, dir jetzt schon nahe zu kommen, dich jetzt schon zu berühren in all diesen Punkten und mit dir Gemeinschaft zu haben. Tatsächlich ist einer der Anzeichen für das, wie geht es dir eigentlich, ist zum Beispiel dein Leib. Wir haben keinen guten Zugang zu unserem Körper im Westen. Wir sind in einer Kultur, die das Denken wahnsinnig hoch einschätzt. Denken ist ganz, ganz, ganz wichtig. Und oft sagt dir tatsächlich dein Leib, du bist ja eine Einheit aus Körper, Geist und Seele, oft sagt dir tatsächlich auch dein Leib, dass es eigentlich viel zu viel ist gerade und dass es dir gar nicht gut geht, weil sich alles innerlich verkrampft und weil dein Nacken sich verspannt. Ja, das sagt dir doch was. Und je mehr du das übergehst, desto mehr läufst du nicht nur vor der Berührbarkeit mit anderen Menschen davon, sondern auch von der Berührbarkeit mit Gott. Denn er ist nicht interessiert an deinem komischen religiösen Traumschloss. Er ist interessiert an dem echten Du, an dem Mensch, der du nun mal bist. Die Leute um dich rum checken es eh. Deine Kinder durchschauen es eh. Dein Ehepartner durchschaut es auch. Ich liebe die Tatsache, das ist eine letzte Bemerkung dazu, ich liebe die Tatsache, dass Gott Mensch geworden ist, die Inkarnation, es kommt von Fleisch. Meines Erachtens betonen alle Religionen der Welt das, was nicht im Körper ist, sodass das Körperliche eher überwunden werden muss. Und wir Christen haben oft genug auch eine Leibfeindlichkeit und so eine nur so im Denken rum. Wir brauchen eine neue, noch tiefere, inkarnierte und verleiblichte Spiritualität. Dein Leib will mit hineingenommen werden. Der Herr hat auch ihn lieb und erlöst. Du bist dein Körper. Du hast nicht nur einen. Und dein Körper zeigt dir oft auf der emotionalen Ebene, was eigentlich los ist. Und eben auch das, was du nicht sehen willst. Aber je weniger du dort wohnst, desto weniger berührbar bist du auch für andere Menschen. Und Jesus war so berührbar, buchstäblich. Der hat sich anfassen lassen, hat Kinder in den Arm genommen, Leute die Hände aufgelegt. Die ganze Zeit redet er mit Leuten, die ganze Zeit fasst er Leute an und ist nicht so in einer komischen, abgehobenen Blase oder nur so ein intellektuelles Gewerbe. Der ist echt da, der ist... So, bist du wirklich da, auch körperlich? Merkst du es zum Beispiel, oder ich merke das zum Beispiel, im Umgang mit deinen Kindern, nimmst du die in den Arm, spüren die dich, bist du da oder bist du immer irgendwo, immer beschäftigt, irgendwelche Geschichten, die brauchen das, dass du da bist und andere Menschen brauchen das auch und noch tiefer, Gott will, dass du da bist, weil er ist der Ich bin da. So stellt er sich dem Moses sogar im brennenden Dornbusch vor. Das ist im Übrigen einmal mehr. Das ist genau das, was man kontemplatives Gebet nennt. Du bist einfach da und Gott ist einfach da. Und es ist so entspannt. Da kommt Ruhe in dein Leben und auch eine Unabhängigkeit. Weil wenn ein Sturm tobt draußen und wenn Leute dich nicht mögen und wenn alles ätzend ist, dann hast du drinnen trotzdem einen inneren Stand. Und das ist genau das, was Gott eigentlich machen möchte. Wie Paulus im Epheserbrief sagt, gleiche Metapher vom Bauwerk, dass Christus in unserem Herzen wohne, in der Liebe verwurzelt und auf sie gegründet. Wie mega wäre das denn, wenn deine tiefste Grundlage einfach das ist, dass du geliebt bist, dass du angenommen bist. Das ist ja die Botschaft des Evangeliums. Wenn dein inneres Haus auf das gebaut ist, dass du geliebt bist,
Auch hier wieder, diese Bildsprache, diese Verheißungen, diese Metaphorik zieht sich durch die komplette Bibel. Schon im Alten Bund, in 5 Büchern Mose, lesen wir diese wunderbare Verheißung, wo Gott sagt, eine Zuflucht ist der Gott der Urzeit und unter dir sind ewige Arme. Wow! Wie wär's, wenn noch tiefer als dein Keller, noch tiefer als das, was die Psychologen Unterbewusstes nennen oder was es da alles noch gibt und deine ganze Familiengeschichte und dein ganzes Zeug, wenn es Arme der Liebe gibt, die tiefer reichen als das und die dir Schutz geben und die dich gründen. Das ist genau das, was diese Bibelstelle sagt. Unter dir sind ewige Arme, der Gott der Urzeit. Den gab es schon, als die Dinosaurier hier noch spaziert sind und die Mammute, bevor wir sie alle aufgegessen haben. Stimmt wahrscheinlich wirklich, die Urmenschen, die fanden Mammut ja so gut, von dem hatten wir es schon. Und auch bei Jesaja diese unfassbare, ich mache das gern, ganz tiefsinnige Sachen durch völlige banale Sachen aufzulockern. Ich mache es nur nicht immer absichtlich, aber gut. So, bei Jesaja, gleiches Konzept, so wunderbar. So diese Bildsprache der Stadt und Gott sagt, oh, du Ärmste, vom Sturm gepeitschte, die ohne Trost ist. Naja, so kann man sich schon manchmal fühlen. Vom Sturm gepeitscht, oh, es geht außen, geht es ab und boah, es ist Stress und die Leute sagen dies und sagen jenes und ohne Trost. Und Gott sagt, ich selber leg dir ein Fundament aus Malachit. Malachit ist ein Edelstein und unfassbar hart. Und ich baue dir Grundmauern aus Saphir. Ich glaube, nichts ist härter als Saphir. Ist auf jeden Fall sehr, sehr hart. Und Gott sagt, diese ewigen Arme, die dich unterfangen, die sind gleichzeitig eine Grundmauer für dich, auf die du bauen kannst, dass nicht alles dich umwirft. Natürlich, sich das zuzugestehen, ist schon heftig zu sagen, ja, ich bin manchmal so eine Ärmste vom Sturm gepeitschte, weil bedürftig sein tut weh. Das haben wir nicht so gern. Tu mal lieber cool. Anzuerkennen, dass wir bedürftig sind, tut weh. Ist ein Abschied vom Traumschloss. Aber es wartet was Besseres. Es gibt was Besseres als Perfektion. Und das ist echt sein. Und das ist berührbar sein. Und sich berühren lassen von Liebe. Von der Liebe Gottes zuerst. Und dann von anderen Menschen. Und dann kannst du sogar lernen, dich selber zu lieben oder ein Freund von dir zu sein. Und mit dir umzugehen. Gut. Was heißt das? 3 kleine Tipps zum Abschluss. Es ist natürlich ein riesen Lebensprogramm, das zu lernen. Es ist ein Weg. Es ist nicht von heute auf morgen, aber es ist so ein bisschen das, glaube ich, wo du hingeführt wirst mit Gott. 3 kleine Gedanken, die du mitnehmen kannst, damit wir lernen, heimzukommen. Und die erste Frage ist schon, welchen Traum musst du vielleicht loslassen? Es gibt Träume, die nur Illusionen sind und dann hängen wir ewig an denen rum, hängen an denen ewig rum und eigentlich sind sie nur eine Illusion. Manche Träume sind von Gott, manche nicht. Ich mache es als Fragezeichen. Weil du für dich selber überlegen musst, ist das vielleicht ein Schritt, manche Idealvorstellungen von dir, wir hatten es schon oft, niemand von uns will gerne enttäuscht werden, ja? Aber Enttäuschung ist besser als Illusion. Enttäuschung ist besser als einem Traum nachzurennen, der einfach nicht real ist, der dich abhält, vom Echtsein, der dich abhält von der Berührbarkeit Menschen gegenüber und Gott gegenüber. Welchen Traum gilt es vielleicht loszulassen? Das Zweite, was eine Lektion ist, ich finde es ja gigantisch, dass alle Religionen, aber eben auch die Christen ganz stark, dass wir das Fasten immer wieder betonen. Fasten ist wichtig,
Ich habe die Frage schon gestellt, ohne was kannst du nicht leben? Die Wahrheit ist, du brauchst fast gar nichts. Du brauchst fast gar nichts. Und ich möchte dir das in dieses Jahr mit hineinsprechen. Du brauchst, Klammer auf, fast nichts. Und es kann was ganz Befreiendes haben, zu merken, hey, wenn ich hier mit Gott wohne, wenn ich Frieden mit ihm habe, wenn es da auch Mauern gibt und auch Türen und auch ein Fundament, ja, brauche ich gar nicht so viel. Muss ich mir nicht ständig irgendwas einschmeißen, brauche ich auch nicht ständig Stress, brauche ich nicht ständig Erfolg, muss mir auch nicht ständig jemand sagen, das ist so gut gemacht, brauche ich nicht ständig Ablenkung und wunderbare Sachen. Vielleicht nimmst du dir einfach eine Zeit des Innens mal in diesem Jahr, wo du das für dich herausfindest, dass du eigentlich ganz wenig brauchst. Das, was du brauchst, ist Frieden mit Gott. Das ist das, was du wirklich brauchst. Ohne Frieden mit Gott ist echt ätzend. Aber wenn du Frieden mit Gott hast, oh, ist schon ziemlich gut eigentlich. Und das kann dir tatsächlich auch kein anderer Mensch geben. Das kann dir kein Mensch ersetzen und du bist selbst dafür verantwortlich, diese Beziehung mit Gott zu pflegen. Und schließlich, was verleiht dir eine innere Standhaftigkeit, auch gerade in einer Welt, die immer lauter wird? Es ist dieses Konzept, Jesus ist unser Freund und Jesus sagt, du, wenn ich dein Freund bin, wenn du mich liebst, dann wirst du an meinem Wort festhalten. Mein Vater wird ihn lieben und jetzt geht es wirklich ab, die machen jetzt Party, werden zu ihm kommen und bei ihm wohnen. Wie interessant, dass Jesus das Konzept seines Wortes mit dem Konzept dieses Wohnens verbindet. Wir hatten es ja schon davon, aber je mehr du lernst, im Wort des Freundes zu bleiben, desto mehr auf guten Sinne des Wortes Standfestigkeit wirst du haben. Bleiben im Wort des Freundes. Eben. Nicht einfach nur des strengen Richters, sondern genau des gleichen Jesuses, der den Zachäus bedingungslos annimmt. Und im Licht dieser bedingungslosen Annahme geht dem Zachäus auf einmal innen ein Licht auf und Sachen werden klar und Sachen werden, scheiden sich, richtig und falsch scheidet sich. Bleiben im Wort des Freundes macht dich auch ein Stück weit immun gegen all die Trends, die es so gibt. Und so möchte ich, also nicht im Sinne einer Abkapselung, auch hier wieder, nicht eine Abschottung, ja, ist alles böse Welt da draußen, interessiert uns nicht, das meine ich überhaupt nicht. Das meine ich überhaupt nicht. Du bist zum Dialog, auch in unserer Gesellschaft, auch zur Toleranz, sogar in dem Maße fähig, indem du auf eine ausgeruhte und heilsame Weise selber weißt, wo du stehst. Und was du erkannt hast und wo du glaubst, wo Leben und Wahrheit ist und auf dieser Grundlage kannst du total weit die Tür aufmachen für Dialog und für Toleranz und für das Verändern der Einstellungen. Gerade das ist die Voraussetzung dafür. Und so schließlich dieses Nachdenken über das Habitare Secum, über das Wohnen bei sich selbst mit einer weiteren Geschichte von Benedikt. Und Benedikt ist als hochbetagter Mann gestorben und ich glaube, er hat geahnt, was passiert oder hat erfahren, was passiert, wenn ein Mensch gelernt hat, bei sich selber zu wohnen mit Gott. Und so lesen wir in dieser Vita irgendwie ganz berührende Stelle. Während die Brüder noch schliefen, stand der Mann Gottes Benedikt schon vor der Zeit des nächtlichen Gebets auf und hielt Nachtwache. Er stand am Fenster und flehte zum allmächtigen Gott. Während er mitten in dunkler Nacht hinausschaute, sah er plötzlich ein Licht, das sich von oben her ergoss und alle Finsternis der Nacht vertrieb.
Es wurde so hell, dass dieses Licht, das in der Finsternis aufstrahlte, die Helligkeit des Tages übertraf. Etwas ganz Wunderbares ereignete sich in dieser Schau. Wie er später selbst erzählte, die ganze Welt wurde ihm vor Augen geführt, wie in einem einzigen Sonnenstrahl gesammelt. Das ist tatsächlich Colors of Hope. Er sieht auf einmal einen Strahl des Lichtes, wo alle Farben, die es gibt, alle Perspektiven, die es gibt, sich sammeln in einer Gesamtschau, die von Gott herkommt. Und ich glaube, das ist das, wo Gott dich auch hinführen möchte, dass du so sehr bei ihm nach Hause kommst, dass du so sehr gelernt hast, auszuziehen, aber dann auch wieder heimzukommen. Zum einen, dass du nachts aufstehen und beten kannst, das ist ja auch schon ganz schön was. Und dass du dann eine Schau bekommst, die nicht beim Natürlichen stehen bleibt, sondern eine Gesamtdeutung ist, wie die vielfarbige Weisheit Gottes, wie Paulus das nennt. Wir sind wirklich eingeladen zum Heimkommen, beim Wohnen, denn Gott sehnt sich nach dieser Herz-zu-Herz-Gemeinschaft mit dir in deinem Innen. Und das hört heute nicht auf am Ende dieser Konferenz, sondern das fängt heute erst an. Das Eigentliche will sich ereignen. Nicht in irgendeinem Luftschloss, auch nicht in einem Konferenzluftschloss, sondern in deinem echten Herzen, in deinem echten Leben, in deiner echten Familie, in deinem echten Alltag, in deinem echten Du. Und das ist tatsächlich die wunderbarste und befreiendste Botschaft der Welt. Durch die Ruhe, Unabhängigkeit in dein Leben kommt. Die Fähigkeit, auch mal eine Tür zu schließen, aber auch die Fähigkeit, die Tür zu öffnen, berührbar zu sein und jemanden einzuladen, ein Wohnort für andere zu werden und dich auffinden zu lassen von Freunden, von deinen Kindern, und von dem Gott, der auch nach dir sucht. Selbst wenn du dich auf dem Baum versteckst und klein bist, erkennt er dich in einer Menge von Tausenden und sagt, komm schnell herunter, komm herunter von diesem komischen Ding. Ich will doch bei dir wohnen. Und dann hast du Angst, was passiert, wenn du ihn einlässt. Und das, was dir begegnet, ist einfach nur ewige Arme, die dich umfangen wollen. Und eine Annahme im Lichte derer, dein Leben auf einmal Sinn macht und sich anfängt zu ordnen. Willkommen zu Hause, willkommen beim Vater. Lass uns nach Hause kommen.